Ja, wir treffen uns hier. Jürgen van der Horst ist der Kandidat dreier Parteien hier im Kreis zum Landratswahlkampf. Herr van der Horst, hier im Waldecker Raum, Bad Arolsen und sowieso, sehr beliebter Bürgermeister, kennt man Sie? Im Südkreis kennt man Sie eher wenig. Ja, vielleicht den Namen schon mal gehört oder in der Zeitung gesehen, wenn das Viehmarkt eröffnet wird und der Bürgermeister vorne mit dabei ist. Wer ist Jürgen van der Horst? Ja, will ich gerne den Ball mal ein bisschen aufnehmen. Ich bin 44 Jahre alt. Ich bin jetzt seit gut 13 Jahren Bürgermeister der Stadt Bad Arolsen. Ich habe natürlich eine Vorgeschichte. Ich bin in Korbach geboren, insoweit echter Waldecker. Ich bin dort aufgewachsen, habe dort Abitur gemacht. Und danach, Bundeswehr, ging es dann los mit der Verwaltungslaufbahn. Ich habe das ein bisschen von der Pike auf gelernt. Das ist schon viele Jahre, liegt es zurück, aber ich habe mal begonnen bei der Stadtverwaltung in Korbach mit der Angestelltenausbildung. Habe dann zügig gewechselt zum Land Hessen, zum Regierungspräsidium, habe dort das Studium zum Diplom Verwaltungswirt absolviert. Danach gewechselt zum Landkreis Waldeck-Frankenberg, bin dort tätig gewesen, vor allem im Bereich Kommunalaufsicht, Ausländerwesen, allgemeine Rechtsangelegenheiten und habe in der Phase auch dann noch einen Aufbaustudiengang absolviert zum Master im Bereich der Verwaltungswissenschaften. Master of Public Administration ist so das Schlagwort. Ja, und seit 2008 bin ich dann Bürgermeister der Stadt Bad Arolsen geworden. Das ist noch zu erzählen zu meiner Person. Ich bin Sportschütze, seit vielen Jahren dort aktiv. Daher vermutlich auch ein bisschen im sportlichen Bereich im Süden auch bekannt. Das habe ich relativ lange erfolgreich gemacht. Bin Trainer in der Jugendarbeit, seit über 30 Jahren tätig. Wir haben drei jetzt inzwischen erwachsene Kinder, über die wir uns sehr freuen. Ja, so viel vielleicht zu dem Kandidaten Jürgen van der Horst. Ja, man muss ja einmal so sehen, wer das ist. Also ausreichend Erfahrung, gerade in der kommunalen Selbstverwaltung. Das ist ja nun Gemeinde, Stadt, Landkreis. Bringen Sie mit? Was bringen Sie noch mit? Ja, erstmal die Fähigkeit, auch Entscheidungen zu treffen. Das ist ein wichtiges Thema. Das gilt für den Alltag, es gilt aber auch dafür, mal den Mut zu entwickeln, mal Strukturen anzupacken. Das war auch in Bad Arolsen tatsächlich eines der zentralen Themen. Nach den vielen Strukturprozessen, die wir hier hatten, wir haben Bundeswehr verloren, wir haben die belgische Garnison verloren, wir haben große Gewerbesteuerzahler verloren, musste was passieren, das haben wir getan. Also die Entscheidungsfreude bringe ich mit. Ich bringe, glaube ich, auch mit die Fähigkeit zu kommunizieren. Alles das, was man in Ideen entwickelt, muss ja auch übersetzt werden. Man muss auch Mehrheiten finden. Da ist mein Anspruch, dass die Konzepte überzeugen müssen. Die werden frühzeitig kommuniziert, im Austausch auch noch im Feinschliff herausgearbeitet und dann stehen am Ende des Tages auch die Projekte. Das ist das, was ich mitbringe, neben dem fachlichen Hintergrund, der aber, glaube ich, wichtig ist. Mehrheiten finden ist auch so ein schönes Stichwort. Es gibt ja, wenn Sie gewählt werden, sind Sie urgewählter Landrat ohne Mehrheit im Kreistag. Ja, ich bin im Moment parteiunabhängig gewählter Bürgermeister, auch ohne eigene Mehrheit, weil wir tatsächlich sowas auch gar nicht in Bad Arolsen benötigen. Also, mein Eigenverständnis ist so, dass ich auch weiterhin auf jeden Fall parteiunabhängig bleiben möchte. Das sorgt für die nötige Beinfreiheit, die man auch braucht, um auch Konzepte zu platzieren, die Projekte auch durchzubekommen. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Modell für den Landkreis. Das wird auch der Anspruch sein. Und dann würde ich gerne eben davon auch profitieren, dass wir mit der Direktwahl eben auch eine neue Struktur haben. Ja. Der Landrat ist eben eigenständig mandatiert. Er ist auch vermutlich der wichtigste Akteur im politischen Konzert, weil nur das, was der Landrat im Wesentlichen bringt, kommt auch und kann auch umgesetzt werden. Da bin ich nicht schüchtern. Also es wird der Anspruch sein, sich dann Mehrheiten zu suchen. Mehrheiten zu suchen für die Projekte und dann werden die entweder die Mehrheit finden, weil die Projekte gut sind oder auch nicht, weil die Projekte eben nicht überzeugen. Ja. Und dazu wird es, wenn ich erfolgreich bin, auch Gesprächsangebote geben für in Richtung aller Parteien, ja, mit Schwerpunkt natürlich der Partei in der Mitte. Nun ist ein Landrat ja auf der einen Seite der oberste Kommunalbeamte hier, auf der anderen Seite der unterste Beamte des RP.
im Kreis als Vertreter des Regierungspräsidiums. Das heißt, man trägt da immer so ein bisschen auf zwei Schultern. Und das wissen Sie ja als erfahrener Kommunalpolitiker, vieles, was Sie gerne machen würden, wird von oben anders gesehen. Von oben meine ich, das fängt schon mal im Regierungspräsidium an und geht dann über Land zu Bund. Das heißt, man braucht auch neben Standfestigkeit eine gewisse Kompromissfähigkeit. Ja, vielleicht auch. Vor allem aber sollte man das Tableau beherrschen. Sie haben recht, das ist so. Tatsächlich sind die Vorgaben, die Rahmenbedingungen hochkomplex und die werden sich auch weiterhin deutlich anders noch entwickeln. Und das führt naturgemäß dazu, dass gefühlt der Entscheidungsspielraum vor Ort immer kleiner und enger wird. Mhm. Beherrscht man aber die Klaviatur, kann man das Lied mitsingen, kann man mitgestalten, gibt es auch die Chance zu nutzen, den Spielraum wieder zu öffnen. Das ist auch mein Anspruch. Ja. Also das, was Landesregierung und Bundesregierung vorgeben, ist Bestandteil meiner täglichen Arbeit. Und der Anspruch wird sein, die Spielräume dann sich auch wieder zu erarbeiten. Da setze ich in hohem Maße auf das Thema berufliche Vorerfahrung und Kompetenz. Das gilt es mit in die Waagschale zu werden. Kommen wir mal so ein bisschen zu Ihren, ich habe mir mal durchgelesen, was Sie so gerne machen würden, also Vielfalt dringlicher wirtschaftlicher Themen. Jetzt ist das natürlich für einen Landkreis, die Einnahmen zu generieren über Steuern und so weiter, relativ beschränkt, um nicht zu sagen, gar nicht möglich, außer Jagdsteuer ist, glaube ich, die einzige Aufwandsteuer, die der Kreis noch erzielen kann. Wie stellt sich das der Kandidat Van der Horst vor? Ah ja, wir werden sicherlich der besonderen Situation des Landkreises Rechnung tragen. Also der Landkreis hat, wenn er selbst Einnahmen generieren will, wenig Gestaltungsspielräume. Auf der Steuerseite passiert da gar nichts. Was man haben muss, ist natürlich, dass der Landkreis aber auch Unternehmer ist. Er ist ein Konzern, der auch kreiseigene Beteiligungen hat, die für die Einnahmeseite auch nicht ganz unwichtig sind. Also da gilt es natürlich auch, denke ich, gut zu wirtschaften. Da bringe ich auch eine Menge Erfahrung mit. Wir haben auch in Bad Arosen einen Konzern. Wir haben viele Restrukturierungsprozesse abgebildet. Also diese Wirtschaftlichkeitskompetenz, um Konzerne gut zu steuern, ich denke, die bringe ich mit. Im Übrigen muss das Ziel sein, anders zu steuern. Also wir haben insbesondere die Finanzbeziehungen zu den Kommunen im Blick zu haben. Wir sind umlagenfinanziert im Wesentlichen. Und da ist die Erwartung nicht ganz zu Unrecht der Städte und Gemeinden, dass man an dieser Stellschraube nicht überbordend gedreht wird. Das gelingt aber nur dann, wenn man die Ausgabenseite im Blick hat. Also wird es darum gehen, effiziente Verwaltungsstrukturen auch darzustellen. Und dann muss man eben tatsächlich diesen Bereich auch gut steuern. Also, wir bräuchten ein integriertes Personalkonzept, das eben nicht nur die Frage der Personalentwicklung denkt, sondern auch mal den Personalbedarf misst. Übrigens auch in kritischen Bereichen, wo wir vielleicht merken, wir sind unterbesetzt, müssen wir vielleicht auch nachsteuern. Wo haben wir noch Luft und können gegensteuern? Das wissen wir alles nicht. Das ist auf jeden Fall Bestandteil einer solchen Methode. Wir werden unsere Investitionstätigkeit langfristig steuern müssen. Also ein langfristiges Steuerungssystem, wie funktioniert der Haushalt? Dazu gehört die Frage eben der Investitionen, aber auch wie wir unsere Aufwandsposition dauerhaft gut stabil finanzieren können. Wir brauchen ein neues Zielsystem. So bin ich es gewohnt zu steuern. Das ist für den Landkreis ein Stück weit auch eine neue Erfahrung, aber das können wir doch, glaube ich, gut einbringen. Mhm. Also die Ausgabenseite wird das Thema sein müssen. Auf der Einnahmeseite werden wir neben den kreiseigenen Beteiligungen nicht viele Stellschrauben drehen können, aber auf der Ausgabenseite wird das Thema Gesundheit eine Rolle spielen. Also zum Konzern gehört auch die Frage, wie geht das mit dem Krankenhaus Frankenberg weiter? Wie können wir gegensteuern, dass wir dort die Defizite nicht in exorbitant höher weiter wachsen sehen. Darum wird es gehen. Ja, ein Teil ist sicherlich, kann über Digitalisierung funktionieren. Wir haben eine überbordende Bürokratie, so empfindet das jedenfalls der Bürger. Und weil wir noch bei dem wirtschaftlichen Thema waren, Baugenehmigungen, Erweiterungsbauten, dringend benötigt für Handwerk, für Wirtschaft, privat, sind immer voll von Vorschriften, zum Teil in der Verantwortung nicht nur des Landes, sondern auch des Landkreises. Müsste da nicht mal zum Beispiel auch im Rahmen der Digitalisierung, das heißt schlankere, effizientere IT-Programme, da mal dringend ausgemistet werden, wie man hier sagt?
muss neu gestaltet werden. So möchte ich es kann man auch sagen. Also wir sind ja mitten in dieser sehr intensiven Debatte. Also tatsächlich ist es so, dass wir mit dem Impuls, wir müssen uns jetzt mit Digitalisierung beschäftigen, eine Menge Veränderungsprozesse auf die Verwaltung zukommen werden. Das ist tatsächlich so, weil wir eben nicht nur Dienstleistungen digital anbieten müssen, wir müssen weitergehend denken. Wir müssen eigentlich Prozesse hinterfragen. Das ist neu. Das kennt man aus der freien Wirtschaft seit 20, 30 Jahren schon, dass man sich mit Prozessen beschäftigt. Prozessmanagement. Zum Beispiel. Mhm. Als eine Dimension neben weiteren Dimensionen, ja, wie man Verwaltung steuert. Aber das kommt jetzt mit Macht, ist aber neu. Und das wird in einem klugen Transformationsprozess erst einmal in der Verwaltung zu etablieren sein. Das wird kommen, das ist tatsächlich so, wobei das dann im Grunde den Kontakt für den Kunden erleichtern soll. Das muss das Ziel natürlich auch ein Stück weit sein, aber wir wollen auch effiziente Strukturen haben. Das ist eines der großen Zukunftsthemen der nächsten Jahre. Definitiv. Den Kontakt mit dem Kunden, mit dem Bürger erleichtert. In erster Linie sind Leute, die investieren wollen, ob das nur der Häuslebauer in Bad Arolsen ist oder der Unternehmer in Hatzfeld, daran interessiert, möglichst schnell eine klare Bauvorgabe zu kriegen, eine klare Ansage, um dann loszulegen und nicht zum Teil über Monate zu warten. Ja, da lohnt der Blick auf den Einzelfall, aber der Gesamtanspruch ist so, wie Sie ihn beschrieben haben. Wir müssen sicherlich dienstleistungsorientiert uns aufstellen. Bei komplexen Vorhaben, es gibt ja schon die Idee des Baugenehmigungsmanagements, das heißt das Verzahnen der Fachbereiche, damit wir da nicht im Nirwana der Zuständigkeiten nachher irgendwelche Verfahren verlieren, damit der Lotse durch das Baugenehmigungsverfahren von der Verwaltung gestellt wird und nicht umgekehrt gemacht wird. Also da gibt es schon noch Ansätze, die müssen wir natürlich noch verstetigen. Das wird der Anspruch sein. Und im Hintergrund sind ja noch viele Reibungsverluste, die wir durch digitale Ansätze jetzt auch einsammeln werden. Wir müssen ja gerade bei einem komplexen Bauvorhaben viele Träger öffentlicher Belange beteiligen. Das geht viel zügiger, das geht synchron, auch parallel und nicht nacheinander. Da kann man vieles erstraffen, setzt aber kluge Instrumente voraus. Mhm. Und die müssen wir implementieren. Dafür braucht allerdings vorher noch ein bisschen Zeit, das zu entwickeln. Aber das sind auch spannende Dinge, die man jetzt auch anpacken muss. Digitalisierung ist jetzt zigmal gefallen, das Wort. Nun ist Digitalisierung nichts Neues, aber Corona hat gezeigt, und das kann man ja nun das Positive der Pandemie abgewinnen, dass Corona gezeigt hat, da hinken wir generell in der Bundesrepublik so ein bisschen hinterher. Fängt aber damit an, dass man, ich sag mal, in den Kommunen, in Kreisen, ich sage jetzt bewusst Kreisen, weil das also ist, sich oftmals so ein Hardware-Zoo mit Softwaregehegen angeschafft hat, die nicht effektiv miteinander kommunizieren können. Es gibt keine Durchgängigkeit der Systeme. Fax ist immer noch das Mittel der Wahl in manchen Bereichen. Das ist ja eine Riesenaufgabe und das ist ja eine Aufgabe, die eben auch in einer Landratsperiode eigentlich nicht zu schultern ist. Das ist so. Also ich habe ja eben schon angedeutet, dass wir vor einem grundlegenden Systemwechsel stehen in der Verwaltung. Das setzt denklogisch voraus, das ist das Wichtigste überhaupt, dass man die Akteure mitnimmt, das ist das Personal, die man dann nicht nur gewinnen muss für diesen Prozess, die man auch fit machen muss für diesen Prozess. Wir werden vermutlich hier und da neue Qualitäten brauchen im Anforderungsprofil. Wir werden vielleicht Führungskarrieren anders denken müssen. Allein dieser Umbau wird Zeit beanspruchen und das muss ja parallel zu den Veränderungsprozessen dargestellt werden, wenn wir digital werden wollen. Das ist auch eins der zentralen Momente für meine Entscheidung, es jetzt anzugehen. Da reicht eine Legislaturperiode nicht. Das ist so. Ich kann zwei anbieten und für einen solchen Systemwechsel brauchen wir definitiv mehr als eine Wahlperiode. Nun ist es so, Herr van der Horst, die schönste Digitalisierung, der beste, schnellste Computer, die beste Software taucht gar nichts, wenn die Infrastruktur nicht stimmt. Da muss also auch noch dringend nachgesteuert werden. Auch hier im Kreis, auch mit den Funklöchern, die haben wir im Südkreis genauso wie im Nordkreis. Ja, natürlich. An dem Thema wird ja schon gearbeitet. Das gehört auch mit so weit dazu, aber es muss weiterentwickelt werden. Wir stehen vor der Riesenherausforderung, dass wir die Systeme erweitern wollen, schauen, woher kommt das Geld dafür. Wir müssen uns überlegen,
setzen wir auf die Karte, die Fördermittel, die da angeboten werden, klug zu nutzen. Da sind wir aber noch nicht in Deutschland so weit, dass die Systeme wirklich gut funktionieren. Ich will nur darauf verweisen, auf die jetzt vom Bund angekündigten 3 Milliarden Euro, um die Hausanschlüsse für Breitbandkabel zu organisieren. Das ist noch nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein, das verpufft man gerade eben. Ist auch nicht viel abgerufen worden. Wird auch nicht. Das Volumen könnten wir locker in Nordhessen verbauen, um ein Gefühl für die Dimension zu nehmen. Nein, also im Thema müssen wir weiter daran arbeiten. Das wäre und ist zentrale Aufgabenstellung des neu gewählten Landrates, das ist vollkommen klar. Ich bin jetzt hier schon im Austausch in der Region mit den Akteuren, den Marktakteuren, die werden nämlich wichtig sein, weil die warten leider nicht auf den Staat. Wenn der Staat Förderprogramme aufsetzt, die hochkomplex, auch aufgrund von europäischem Recht hochkomplex ausgestaltet sind, auf diese Verfahren warten die nicht und haben auch nicht die Geduld, die Verfahren auch dann am Ende des Tages so abzubilden. Da müssen wir eng im Austausch sein. Der Lückenschluss muss passieren. Wir brauchen, glaube ich, eine gute Arbeitsebene der Städte, Gemeinden und der Landkreise direkt mit den Marktteilnehmern. Das wird der Schlüssel sein, weil das ist hochdynamisch im Moment, was passiert. Das wird im Mittelpunkt der weiteren Arbeit stehen müssen. Zur Digitalisierung gehört natürlich auch, zumal der Landkreis hier der Schulträger ist, die Schulen. Wurde ja auch irgendwie stiefmütterlich behandelt die ganzen Jahre, und in der Pandemie wurde dann sehr hektisch irgendwas nachgeholt. Ob das immer so richtig ist, wie wichtig ist es heute, gerade auch im Rahmen der Bildung der Kinder, der Lehrerinnen und Lehrer, die Schulen modern, sinnvoll zu vernetzen, zu digitalisieren? Ja, das gehört zu den zwei, drei Top-Themen der Zukunft. Das muss man sehr deutlich sagen. Ich will das Thema gerne auch mal aufgreifen. Ja, wir sind nicht die Speerspitze in Europa, was das Thema betrifft. Wir haben spät angefangen, haben versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Das gehört auch mit zu weit dazu. Allerdings stellen wir jetzt fest, dass wir natürlich auch Rahmenbedingungen haben, die die Dinge nicht befördern. Wir haben zu viele Akteure, die auf ihre Aufgabenstellung sich fokussieren und konzentrieren, und dann vor Ort bleibt nur Verwirrung und Desorientierung. Da müssen wir ansetzen. Beispiel: Wir haben das Land Hessen, das Schulpersonal anstellt, für die Bildungsinhalte verantwortlich. Wir haben den Landkreis, der als Schulträger für die Gebäudetechnik verantwortlich zeigt. Und dann geht schon los, wo hört Gebäudetechnik auf und fängt dann schon wieder Bildungsarbeit an. Und die IT vom Landkreis. Wie verorten wir die da an welcher Stelle? Also haben wir schon drei im Boot, und dann kommt noch ein Lehrer, der sagt, ich möchte aber kein Android-Pad, ich möchte ein iPad haben. Es geht weiter. Wir haben das Riesenthema Datenschutz, den Landesdatenschutzbeauftragten oder die vielen, die wir bundesweit haben, die in dem Bereich der Bildung ein starkes Wort mitzureden haben, im Moment aber keine Lösung anbieten, nur vieles erstmal ausschließen. Und dann haben wir eine kluge Idee, dass wir die Schulen ja durchaus auch eigenverantwortlich unterwegs sein wollen, haben wir vier Player. Ja. Und im Moment ist es so, dass wir keinen Lotsen haben. Wir haben keinen Lotsen, der sagt, wir führen das alles mal zusammen. Die komplexen Finanzierungssysteme, wie übersetzen wir das vor Ort? Wir haben eine Schule, die sich auf eine Hardwarelösung A verständigt hatte, Landkreis aber jetzt B denkt. Wir haben noch keine Entscheidung, auf welcher technischen Plattform wir das bespielen. Nehmen wir die Anbieter, die wir weltweit am Start haben, obwohl der Datenschutzbeauftragte es noch nicht genehmigt. Wie finanzieren wir das? Bring your own device. Dürfen die Lehrer die Geräte vielleicht zu Hause auch nutzen? Nein, das dürfen sie nicht. Wie versorgen wir die Schülerinnen und Schüler mit ihren Geräten in diesem Spannungsfeld, dass sie dann in einer fremden IT-Welt eigene Geräte nutzen wollen? Fragen über Fragen, und das merken wir in vielen Teilen an Verunsicherung vor Ort, weil da fühlen sich auch die Schulen am Ende des Tages überfordert und alleingelassen. Und da ist die Frage, sind wir nicht etwas mutiger, um zu sagen, nicht jeder achtet auf seine eigene Zuständigkeit, sondern vielleicht kann der Landkreis auch ein Angebot formulieren, zu sagen, dann moderieren wir das. Ja. Und moderieren, unterstützen mal diesen Prozess und sind weniger Verwaltung, sondern eher Dienstleister, eher Lotse. Fällt mir gerade an, dass das Land dann
ja, als verantwortlich für die Schulpolitik mal wieder vorprescht, die sogenannte Hessenklasse eingerichtet hat. Und dann stehen die Schulen und die Kreise eigentlich wieder da und müssen sich nach etwas richten, was einfach im fernen Wiesbaden übergestülpt worden ist. Gesundheit, einer Ihrer Themen, habe ich bei den Kollegen der WLZ entnommen. Und nun ist in einer Gesellschaft, die im Wandel ist, Gesundheit ein ganz großes Thema, aber es war ja schon immer ein Thema. Wir haben, Sie hatten es angesprochen, Krankenhäuser, Kliniken hier. Sie selbst in Bad Arolsen haben jetzt das städtische Krankenhaus nicht mehr unter städtischer Führung, aber in Korbach die Hessenklinik, Stadtkrankenhaus und dann in Frankenberg. Dazu kommen natürlich auch Arztpraxen, kleine Privatkliniken. Und gerade bei den Arztpraxen im ländlichen Raum gibt es ja auch eine gewisse Überalterung. Das ist absehbar, dass Ärztinnen und Ärzte irgendwann die nächsten 3, 4, 5 Jahre einfach, weil sie nicht mehr dürfen, da steht ja dann auch die Kassenärztliche Vereinigung dahinter, aufhören. Dazu gibt es jetzt das Gesundheitshaus in Frankenau, das der Kreis mit 1,37 Millionen fördert. Ist auch eine schöne Geschichte, nur man muss sie auch füllen. Das ist exakt das Spannungsfeld. Wie möchte das ein Landrat Jürgen van der Horst in diesem Spannungsfeld entspannen? Ja, das ist eine Herausforderung. Erste Bemerkung, also man muss neu denken. Insoweit ist die Idee, dass man sagt, die klassische Landarztpraxis, 7 Tage die Woche mit einem Einmannbetrieb betrieben, wird vermutlich nur bedingt noch zukunftsfähig sein. Das ist so, wir brauchen neue Angebote für junge Ärzte, die andere Lebensplanung haben, die vermutlich viel stärker noch weiblich sind, die sagen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss irgendwie kommen. Also brauchen wir eine ausdifferenzierte Angebotsstruktur zu sagen, wenn du nicht Unternehmer sein möchtest, du möchtest nicht 7 Tage die Woche arbeiten, aber dann doch vielleicht geordnet eine 5-Tage-Woche, was auch immer, müssen wir andere Modelle denken. Insoweit geht das prinzipiell schon in die richtige Richtung. Das denken wir auch in Bad Arolsen. Wir denken jetzt zum Beispiel über ein Facharztzentrum nach. Nur jetzt fangen die Aufgaben an. Das ist nicht nur mit einem Immobilienprojekt zu Ende zu denken. Wir müssen es mit Leben füllen. Wir brauchen also Partner, die tatsächlich auch bereit sind zu kooperieren. Ich warne vor dem Optimismus, dass die kommunale Familie komplett allein das lösen kann. Also, die Kommunen dürfen auch mittlerweile Träger von medizinischen Versorgungszentren sein. Es gibt aber kein erfolgreiches Modell dieser Art im Lande Hessen. Da werden Sie lange suchen. Eins. Welches? Husum. Wo ist das? Husum ist in Nordfriesland. Ja, in Hessen. Ich war von Hessen. Nee, in Hessen nicht. Aber in Husum hat man, das ist, glaube ich, das Einzige, das als Erfolg verkauft wird. Man hat so eine quasi Polypraxis, also Gesundheitshaus, und hat einen Teil des Personals bei der Stadt angestellt. Ja, wenn man aber dann mal genau die Zahlen sich mal anschaut und auch wenn ich doch Quersubventionierung habe, muss man genau mal hinschauen. Ja. Die Botschaft lautet, dass man sehr eng mit den Akteuren die Modelle arbeiten muss. Das ist die Herausforderung. Also ein Gebäude zu erstellen und die kommunale Familie betreibt das eigenständig, gefährlich. Das kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Entscheidend wird sein, dass man die Partner findet, die das auch mit Leben füllen. Also man braucht einen Unternehmer, der entweder selbst als Unternehmer auftritt, bereit ist, Anstellungsverträge zu bieten für andere junge Ärzte, vielleicht sogar bereit ist zu sagen, ich kreiere selbst ein MVZ. Ich brauche möglicherweise Kooperationspartner. Ich denke jetzt Richtung der fachärztlichen Ambulanz. Da brauchen wir immer das Verzahnen der ambulanten Versorgung mit der stationären Versorgung, das wird auch der Schlüssel sein. Man muss also in Netzwerken denken und man braucht ganz dringend die Einbindung der Protagonisten. Wie man das im Detail umsetzt, ob das Kooperationsverträge sind, ob das Rahmenverträge sind, das muss man dann im Einzelfall sich mal anschauen. Es macht aber Sinn, in dieser Struktur zu denken. Wir brauchen neue Strukturen, das wird vermutlich der Weg sein, dass man stärkere Einheiten braucht, auch in der Fläche. Wir bündeln das, also nicht 5 Einzelpraxen, sondern dann vielleicht zu einem Zentrum zusammengefasst. Aber dieses Zentrumdenken, da wäre meine Präferenz immer erst einmal zu sagen, da haben die Unternehmer bitte den Hut auf. Das muss deren Eigeninteresse sein, über ihre Strukturen, MVZ, Partnerschaftsverträge und so weiter zu entwickeln. Dann kann die kommunale Familie
da gut unterstützen, aber das Paket muss stimmen. Und ob das einzelfallbezogen die richtige Antwort ist, das müssen wir mal uns im Einzelfall auch mal anschauen. Letztes Beispiel nochmal an dieser Stelle. Wir planen das in Bad Arolsen zum Beispiel in enger Kooperation mit der Gesundheit Nordhessen, die über ihre Strukturen sich dort einbringen und daraus gewinnen wir die Synergien. Da muss das Ziel sein, deren MVZ-Strukturen zu etablieren und dann nehmen wir die anderen Partner mit dazu. Dann ist die Kommune als Partner mit dabei, aber eingebettet in ein Gesamtkonzert. Und das muss man hinkriegen. Nun ist Gesundheit, reduziert sich ja nicht nur auf Arztpraxen, Ärztinnen und Ärzte. Wir brauchen Apotheken, wir brauchen Hebammen, wir brauchen die Reha und die Vorsorge in vielen Bereichen. Und bei einer älter werdenden Bevölkerung ist es natürlich immer schwieriger. Auf der einen Seite, ich sag mal, wenn man hier, ich komme nun aus Altenlotheim, wo ich zurzeit wohne oder wo ich wohne, hierher fahre, dann habe ich fast 50 Kilometer auf dem Tacho. So. Wenn man heute zum Augenarzt bei uns will, gibt es entweder in Korbach oder man fährt nach Wolfhagen. So, Wolfhagen sind nochmal 20 obendrauf. Das ist ja die große Schwierigkeit, dass wir in der Fläche sind und dementsprechend die Zentralisierung im Gesundheitsbereich natürlich für die ältere Landbevölkerung durchaus problematisch sein kann. Kann man das mit, ich sag mal, gab es früher schon, also ich bin die Generation, wo der Impftrupp noch ins Dorf kam, da wurden die Pocken geimpft und einmal im Jahr kam der Tuberkulosewagen und die Schluckimpfung, dass man doch wieder mehr mobile Teams macht mit einer in den Orten, muss ja nun nicht in jedem kleinen Ort sein, hier Fischhaus oder so, sondern in den Zentren, den etwas größeren Orten dann über das Gesundheitsamt zum Beispiel so eine Beratung anbietet, eine Hilfe anbietet? Also zumindest müssen wir mehrere Wege gehen. Das wird die Antwort sein. Also das eine Thema ist, schaffen wir es, Gesundheit auch in das Dorf zu bringen? Stichwort Gemeindeschwester 2.0. Ist durchaus stimmt, die gab es ja auch früher, die Diakonissen und Gemeindeschwestern. Genau. Ja. Hier da, was damals mal erfolgreich war, scheint jetzt eine Blaupause zu sein, eine Teillösung auch für die Zukunft zu sein. Ich glaube, da ist eine Menge Chance drin in dieser Idee. Müssen wir halt natürlich Partner finden, Kommunen, die auch mitmachen. Das könnte ein Teil der Lösung sein. Das andere Thema, was Sie angesprochen haben, das ist ja auch die Frage der Fachärztinversorgung, die weiten Fahrten, die einfach. Da denke ich aber auch in dieser Blaupause, dass wir dort in der Region dadurch präsent schaffen können, dass wir immer Fachärztezentren entwickeln. Mhm. Dann würden wir die Wege eben nicht 50 Kilometer weit entstehen lassen, sondern vielleicht 15 bis 20 und dann muss es Schluss sein. Und das müssen wir über den Landkreis verteilt hinbekommen, das muss das Ziel sein. Also das, was man als Ergänzung Schwerpunktpraxen im hausärztlichen Bereich sich vorstellen könnte, kann man sich auch gut für den Bereich der fachärztlichen Versorgung auch vorstellen. Zumal, wenn wir es dann noch ganz geschickt machen und dann die Anbindung dieser fachärztlichen Zentren Richtung der stationären Versorgung hinzubekommen, haben wir auch einen wichtigen Strukturvorteil zum Erhalt der Krankenhäuser. Das müssen wir auch im Blick haben. Und aus diesem Maßnahmenmix muss was entstehen. Und dann kann ich mir den Landkreis gut mit einer regionalen Verteilung auch dort vorstellen und dann kann das funktionieren. Noch eine Anmerkung zu den Krankenhäusern. Das hat auch ein bisschen was Emotionales. Ne? Wenn man den Frankenbergern ihr Krankenhaus wegnimmt, da sind viele geboren und weiß dasselbe, als wenn man den Korbachern, das heißt in Waldeckern, das Korbacher Krankenhaus wegnimmt. Also da ist sehr viel Emotionen auch mit verbunden. Nicht immer die wirtschaftliche Situation im Blick. Der letzte Punkt, den ich vielleicht noch ansprechen möchte, ist Klimaschutz. Wir sind hier jetzt gerade im Nordkreis, wo einer der größten privaten Waldbesitzer ist, das Domanium, also die Waldeckische Dominialverwaltung, dazu kommen dann die fürstlichen Wälder hier. Und da sieht man ja nur ganz deutlich, was Klima und Klimawandel und fehlende Flüssigkeit bedeutet. Jetzt ist es so, dass der Kreis schon relativ früh eine Klimaschützerin ernannt hat, schon 2010. Da war dann eigentlich, ich sag mal, der Titel, damit war es erledigt. Was kann man jetzt seitens der Kommune, des Landkreises, also der Kommunalverwaltung tun, um
Ja, wir werden das Klima nicht ändern und wir werden es auch nicht aufhalten, die Veränderungen. Wir werden es höchstens verlangsamen in kleinen Schritten. Was will man tun, was kann man tun? Ja, also ich glaube, die Entwicklung der letzten wenigen Jahre hat uns ja brutal eingeholt. Klimaschutz ist nicht mehr nur ein globales Thema, auch ein ganz lokales, konkretes. Wir haben in Bad Arosen, das gilt für viele Kommunen, auch sehr konkret das Problem, dass wir Stadtklima denken müssen. Und wir jetzt allergrößte Schwierigkeiten haben, unseren Alleenbestand zukunftsfähig zu gestalten. Wenn wir da nicht neu denken, verlieren wir den. Mit wiederum dramatischen Konsequenzen auf die Lebensqualität vor Ort. Da ist eine Menge möglich. Wobei, das sehe ich tatsächlich eher auch auf der Arbeitsebene anzusehen. Also es ist so, dass tatsächlich Bund, Europa und auch Land eine Menge an Ressourcen bereitstellen, um gegenzusteuern. Also die Infrastruktur umzubauen, energetisch zu optimieren, energieeffizienter zu arbeiten, aber auch die Grünzonen zu stärken, um das Stadtklima zu befördern, den Wald zukunftsfähig zu machen. Da gibt es eine Menge an Förderprogrammen, die tragen alle die zentrale Überschrift, es geht um Klimaschutz. Mhm. Die Umsetzung im Wesentlichen Aufgabe der Kommunen vor Ort. Landkreis, ja, hat auch eigene Aufgaben, also nicht nur, weil er seinen eigenen Wald hat, er muss über eigene Infrastruktur nachdenken. Ja, das passiert schon, also auch die kreiseigenen Gebäude müssen effizienter werden, aber die Musik spielt im Wesentlichen bei den Städten und Gemeinden. Und da gilt es, glaube ich, auch anzusetzen. Also das ist so ein Punkt, wo ich einfach den Kommunen ein Angebot machen möchte, zu sagen, bei der Akquise der Förderprogramme, bei der Abwicklung dieser Förderprogramme, kann ich mir auch eine Bindungsfunktion des Landkreises vorstellen. Tatsächlich ist die Welt hochkomplex, die Verfahren werden nicht einfacher, die Abwicklungsbedingungen sind auch immer super kompliziert. Warum denkt man nicht darüber nach, eine gemeinsame Vergabestelle zu entwickeln, damit allein dieses Abwickeln dieses Verfahrens, was auch im Nachgang noch kommt, nämlich auch unterstützt werden kann. Also die Fördermittelakquise, dass man dort das Antragsverfahren begleitet, damit die vielen Chancen, die ja da sind, auch von allen genutzt werden können. Auch da die Überlegung, warum nimmt der Landkreis da nicht eine Nutzenfunktion? Weil dann wird es konkret. Da geht es um Millionen, die wir für den Landkreis akquirieren sollten. Und da muss auch das Interesse des Landkreises sein, dass es sich gleichmäßig entwickelt über alle Kommunen hinweg. Im Südkreis ist es oft der Wald der Gemeinden, hier im Nordkreis ist es die Dominial, das Domanium. Das waren mal Sparkassen der Kommunen. Die Verzinsung ist ja nun weg. Der Waldumbau läuft, der läuft schon seit Mitte der 80er Jahre, aber der wird noch 200 Jahre brauchen. Ich hoffe mal nicht. Also müssen schon schneller werden. Also das Domanium ist natürlich hier oben ein besonderes Thema von besonderer Bedeutung. Aber ich darf auch betonen, auch die Städte und Gemeinden auch im Norden haben eigenen Wald. Also Bad Arosen allein über 900 Hektar. Waldig, große Waldbestände, Waldwildung zum Beispiel, um einige mal an dieser Stelle zu nennen. Ja, wir kommen aus der Situation, dass wir natürlich geruhsam jedes Jahr mit einer Ausschüttung rechnen durften. Und nicht nur das, es ist ja auch so, dass es Domanium, ja zum Beispiel das Schloss, ne, wir sitzen gerade hier im Garten, unterhält. Da ist jetzt erstmal ein massiver Bruch entstanden, das wissen wir. Aber es ist ja schon massiv gegengesteuert worden. Wir werden noch einige Jahre erleben, wo es darum geht, dass jetzt erstmal Ressourcen hineingesteckt werden müssen, bevor dann wieder auch Ausschüsse und Überschüsse entwickelt werden können. Naja, ein Baum, der wächst ja nun nicht wie der Roggen auf dem Halm, sondern der braucht seine 100, 120 Jahre, bis er im Wirtschaftswald brauchbar ist. Die Forstwirtschaft denkt doch immer in diesen Kategorien. Deswegen sage ich ja, der Waldumbau wird noch 150 Jahre dauern. Ja, aber das heißt ja nicht, dass wir erst in 150 Jahren die Rechnung aufmachen. Das ist ja ein laufender Betrieb, der ja nach eigenen Regeln funktioniert. Also wir kommen ja dann, wir werden wieder, unterstellt, hoffen wir, dass wir jetzt nicht so starke Kalamitäten mehr haben, wieder nach der Aufarbeitung der Schadensbilder in einen eingeschwungenen Betrieb hinein. Der wird nicht dazu führen, dass wir siebenstellige Ausschüttungsbeträge erwirtschaften, aber es wird ein stabiles Ergebnis wieder geben, weil der Waldbestand ja nicht bei Null ist. Wir müssen ihn jetzt umbauen, das gehört auch mit dazu, aber wir werden auch dann in der Lage sein, das ist ein großes Forstunternehmen, dass wir auch regelmäßig wieder in die Refinanzierung der Immobilien gehen können und dass wir auch moderate Überschüsse wieder entwickeln werden. Das wird auch in den nächsten Jahren wieder das Ziel sein müssen. Dafür ist es als Unternehmen auch zu führen. Das wird auch gelingen. Aber das müssen wir auch enger begleiten.
Jetzt ist es so, im Moment ist der Holzpreis für die Verkäufer so günstig wie noch nie. Also von der Situation her, es bringt richtig wieder Geld in die Kasse. Und die Kommunalwald GmbH, die ja auch von Herrn Block geführt wird, könnte sich vorstellen, zum Beispiel einen Förderverein zu gründen, kreisweit, um den Menschen ihr Wald, ihr Klima, ihr Zusammenhang wieder näher zu bringen, auch mit Aktionen. Ich meine, es gab immer die Aktion Waldtag und die fürstliche Wildkammer mit wunderbarem Wildfleisch hier bei irgendwas. Aber so richtig auch Projektwochen und auch diese einzelnen Aktionen. Da spendet die Firma x mal 50 Bäume und der Nachbar, der hat auch noch zwei im Garten stehen, die er spendet. Dass man das mal so ein bisschen konzentriert und konzertiert. Ist das auch für einen zukünftigen Landrat eine Sache, wo sagt, prima, da bin ich dabei? Ja, das ist ein tolles Projekt. Das ist ja bereits abgestimmt. Nicht nur mit dem Landkreis, sondern auch mit den Städten und Gemeinden. Also damit auch mit mir. Das habe ich von Beginn an maximal unterstützt. Das wird auch weiterhin das Thema sein. Das merken wir ja konkret auch in Bad Arolsen schon. Also vielen ist das Thema Wald jetzt wieder näher gekommen. Im Sinne von, wir müssen uns kümmern. Und das ist auch eine gute Chance, auf die Gesellschaft ein bisschen dichter wieder ranzuführen und auch zu sensibilisieren für diese Themenfelder. Und viele wollen aktiv werden, wollen spenden, wollen auch handeln. Und das müssen wir jetzt ein bisschen bündeln. Und das ist genau richtig, das jetzt mal übergreifend zu bündeln. Also das Projekt trage ich voll und mit. Noch ein bisschen Klimaschutz, Wasser. Viele Kommunen haben nach dem dritten Jahr, heißen Sommer, Sorgen um ihre Grundwasservorräte. Da kann der Kreis auch wenig machen, das ist auch wieder kommunale Geschichte. Der Kreis steuert nur insoweit, dass er irgendwann sagt, jetzt ist Schluss mit Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen. Muss man aufpassen, dass uns nicht das Wasser aufgeht, auch im Kreis, und dass man rechtzeitig da gegensteuert? Also zunächst einmal ist es so, dass man genau hinschauen muss. Also es gibt deutschlandweit natürlich Kommunen, die jetzt vor Herausforderungen stehen. In Landkreis Waldeck-Frankenberg brennt es noch nicht. Da streckt aber Frankfurt seine gierigen Finger Richtung Burgwald und damit betrifft das uns sehr wohl. Genau, auf die Debatte gehe ich aber gerne auch ein. solche Sondernotlage haben wir zum Beispiel im Norden nicht. Ja. Da haben wir sehr stabile Grundwasserspiegel und das sind Tiefenbodenstrukturen. Da ist schon zukunftsorientiert gedacht worden, da sind wir also nicht in der Krise. Im Raum Burgwald-Kellerwald muss man natürlich aufpassen. Ich denke, da kann der Landkreis politisch Flankenschutz geben. Er ist selber ja nicht Akteur. Die Genehmigungsverfahren sind auf der Landesebene angesiedelt und die Parteien, die Partner sind die Städte und Gemeinden. Aber der Landkreis wird sicherlich den Städten und Gemeinden zur Seite stehen müssen. Da sehe ich eine politische Aufgabe, darauf hinzuwirken, dass die Landesregierung nicht einseitig steuert bei dieser Fragestellung. Und da wird jeder auch mal seine Hausaufgaben selber machen müssen. Das ist aber eher eine politische Arbeit. Ja, eine Stunde haben Sie jetzt nun fast Rede und Antwort gestanden. Ich sag mal so, Wahlen werden nicht vom Gegenkandidaten gewonnen, sondern vom Amtsinhaber verloren. ja, ich glaube von Bismarck oder so, der Spruch ein bisschen abgewandelt. Ein Wahlkampf hat inzwischen oft eine eigene Dynamik. Man sieht es an dem beginnenden Bundestagswahlkampf, man sieht es am Kommunalwahlkampf gesehen, dass gerade in den sozialen Medien jeder glaubt, er müsste in möglicher oder unmöglicher Form irgendwas dazu tun. Jetzt kommen Sie natürlich nicht an den sozialen Medien vorbei im Wahlkampf. Früher hat man das am Stammtisch ausdiskutiert, da war man unter sich, dann hat man zwei Bier getrunken und einen Waldecker Tropfen und dann ist man nach Hause gegangen und hat gesagt, naja, der Soze und der Schwatte und der ist ja bei der FDP, der taucht sowieso nichts, und so war man halt am Stammtisch und danach war Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist heute ja ganz anders. Wie geht man damit um als Kandidat? Ja, aber die Idee mit dem Waldecker Tropfen gefällt mir schon. Also ich bin Ittertaler, ich komme aus Herzhausen, ich wollte das mal sagen. Tendenz ist immer Waldeck, ne?
und nicht Frankenberg. Ne? Und unser Dialekt ist eben auch platt und nicht. Ja, trotzdem kann man ja auf alte Ideen noch mal ein bisschen anknüpfen. Also natürlich wird der Wahlkampf vielleicht ein Stück weit noch mehr als seine Vorgänger, auch vor allem digital stattfinden. Das ist vollkommen klar. Das auch, weil die Präsenz kann ja jetzt inzwischen so ein bisschen anziehen. Ja, auch das. Man muss ja in allen Bereichen unterwegs sein, aber eben auch digital. Und die Kommunikation hat sich in hohem Maße in die sozialen Medien verlagert, vor allem gefühlt für jüngere Menschen, die noch eine gewisse Nähe zur Politik auch noch entwickeln müssen. Da müssen wir auch kluge Angebote formulieren. Dass der Austausch in den sozialen Medien nach eigenen Regeln erfolgt, dass man dann auch das eine oder andere auch aushalten muss, gehört, glaube ich, für alle Beteiligten ein Stück weit mit dazu. Wir als Menschen haben richtig gut gelernt, mit sozialen Medien klug umzugehen. Diese Sozialisation, die wir in kürzester Zeit nicht hinbekommen haben, das wird noch eine Riesenausforderung sicherlich noch sein. Aber das gehört mit dazu. Ist vielleicht aber auch spannend. Ist ja nicht nur kritisch zu sehen, dass man sich dort möglicherweise außerhalb der Etikette bewegt. Man erschließt sich ja auch ganz neue Kontakte und man kann wieder mal mit ganz anderen Menschen ins Gespräch kommen, die vielleicht nicht jeden Morgen über Politik nachdenken wollen und schon gar nicht über Kreispolitik und mit dem Landrat vielleicht als Person wenig anfangen können, ist auch mal eine Chance und die wollen wir gerne nutzen, da in den Austausch zu kommen. Aber für mich auch dann eine sehr spannende Erfahrung, die vor mir steht. Ist es auch eine Möglichkeit, digital, soziale Medien, sich Wählerkreise zu erschließen, die vorher gesagt haben, was interessiert mich eine Landratswahl? Ich spreche jetzt eher jüngere Wähler an, Wählerinnen, die eigentlich gesagt haben, naja gut, egal was ich wähle, es kommt so eh selber bei raus oder so. Das war ja so ein Teil, dass man nun über diese Medien auch die gezielt ansprechen kann. Jugendarbeit im Kreis. Wir hätten ja noch Themen für die nächsten 8 Tage, um hier zu sitzen. Also Jugendarbeit ist aber so ein Ding. Alles Mögliche, was man da als Landratskandidat ja nun aufs Tableau bringen kann. Ja, absolut. Das ist natürlich der Plan, genau das zu versuchen. Und vielleicht auch ein Stück weit es zu schaffen, zu erklären, dass viele der drängenden Themen, die ja bei allen zu Hause ist, also Klimathema, Bildung, ja, ein Riesenthema, dass tatsächlich da auch Weichen in den Kreishaus gestellt werden. Das ist vielleicht nicht in allen Köpfen angekommen. Und das müssen wir versuchen auch zu übersetzen, damit wir auch das Interesse wecken zu sagen, nee, also nicht nur Bundestagswahl ist wichtig, die Landtagswahl und vielleicht die Wahl des Bürgermeisters, auch an der Stelle des Landrates liegen viele Gestaltungsmöglichkeiten, die das Leben des Einzelnen entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung bewegen. Und das ist ja keiner, der sagen kann, das berührt mich alles nicht. Also Klimaschutz ist das Thema dieser Tage zum Beispiel. Und das trifft knallhart jeden Einzelnen vor Ort. Ja. Ja, und der Landrat hat mitgestaltet. Ja, das ist, haben Sie eben sehr schön gesagt und ich nehme das auch gerne als Schlusswort. Viele haben nicht realisiert, der Landrat ist ein Wahlbeamter, der zwar einen politischen Einfluss hat und auch politische Aussagen machen kann, aber es ist, viel wichtiger ist die Weichenstellung, damit man an die Töpfe kommt, denn ohne diese Töpfe kann ein Kreis, kann eine Kommune heute kaum was bewegen. Das ist so. Man muss dann sich in der komplizierten Welt eben auch dann zurechtfinden und das Beste daraus machen. Das ist die Aufgabe des Landrates. Ja. Und wenn es Brei regnet, muss man den Löffel raushalten. Genau. Und gerne auch mal eine Kelle. Herr van der Horst, vielen Dank für das Gespräch. Wir werden uns sicherlich auf der einen oder anderen Veranstaltung doch noch mal sehen und auch wieder sprechen. Und dann warten wir mal gelassen den 26. September ab. Ja, vielen Dank auch fürs Gespräch. Ich freue mich darauf. Dankeschön. Danke.